Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich wieder meinen Vol'Pera ein bisschen weiter leveln. In der letzten Folge haben wir ihn auf 104 gespielt, jetzt sind wir schon in Legion und hier haben wir gerade eine Legion-Invasion. Und mal gucken, wie viel EP die jetzt so bringt, denn wir haben ja zurzeit diesen 100% EP-Buff, den Anführungszeichen Corona-Buff haben wir drauf. Und das dürfte jetzt ordentlich was an EP reinspülen. Was hat er jetzt gebracht hier? 171k plus nochmal 85k. Das hat fast ganzes Level gebracht, das Ding. Alter, der Ali, der schreibt dann eine Hassbotschaft. Das weiß ich schon. Der schreibt eine Hassbotschaft. Ich hab den Umkauf, bevor der Boss tot war. Hat keine EP dafür bekommen. Das natürlich. Ja, obwohl, der kriegt trotzdem die EP, solange er ihn gehittet hat. Schade. Aber obwohl, nee, es ist im Warmode, ne? Das werden die Mobs nicht geshared. Also, vielleicht hat er auch nichts gekriegt, wenn es blöd läuft. Ja, jetzt können wir mal gucken, wo die. Ja, da oben sind doch bloß welche. Ja, aber hier unten ist das Murloc-Event. Wo sind denn die alle? Eins, zwei, drei. Hä, sind das nur vier Stück hier? Normalerweise sind doch Legion-Invasionen immer fünf. Ach doch, hier, das sind noch mehr, die buggen irgendwie. Die sind alle oben. Ja, ja, aber die Ding können wir ja trotzdem mitnehmen, weißt du? Hier dieses Murloc-Event unten. Stimmt, ist das überhaupt ab, wenn Invasion ist? Ja, die sind ab. Das Einzige, wo es nicht geht, wenn die Quest da direkt unten ja, ist. Wenn das drauf spawnt, dann sind es nämlich andere Murlocs und dann kannst du es nicht machen, dann ist es ein bisschen ätzend. Aber das würde ich halt auch mitnehmen. Wenn wir hier schon mal sind. Oder sind jetzt hier keine Murlocs? Lol. Okay, das kannst du halt echt nicht machen. Aber es sind halt. Ich dachte, die ist nur nicht da, wenn die andere Murloc-Invasion drauf spawnt. Okay, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass das nicht geht. Schade, sind wir umsonst hier runtergeflogen. Egal. Dann machen wir die da oben mal alle. Und dann würde ich sagen, fliegen wir halt andersrum. Sonst mache ich es halt immer so rum, ne? Machen wir es halt, rollen wir das Ganze von hinten auf. Also ich habe mir jetzt halt überlegt, dass ich quasi jetzt die Legion-Invasion mitnehme. Dann die Dings mache, die Bonusziele hier, die paar, die es in jeder Zone gibt. Und danach können wir eigentlich ein bisschen Time Walker machen. Weil Time Walker bringt relativ gut was. Und ja, mit dem Bonus-Buff müsste das jetzt übelst abgehen. Weil ich habe mir überlegt, dass ich dieses Mal auch über 110 das weiter bastel. Ne? Ich wollte ja eigentlich immer bis 110 machen. Wegen dem Achievement. Wo ist es denn? Bei Ruf fehlt mir ja hier nur noch die Vol'Pera. Dann habe ich das tatsächlich auch fertig. Gibt es dann halt auch noch die Traditionsausrüstung und alles. Stimmt, Freehold wird schneller gehen. Das wäre auch noch eine Option, ja. Stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich für den nicht Gold irgendwo auf den Tisch hauen. Weißt du? Weil ich ja am Sparen bin. Ich werde ja schon immer getadelt, wenn ich erzähle, dass ich hier für Transmog Sachen ausgegeben habe. Weil manche Leute wollen, dass ich. Auch so. Was meinst du? Der andere Druide, der zieht dich auch so. Ohne Gold. Das wäre natürlich auch eine Option. Das könnte man natürlich auch machen. Ja, wenn du so nichts zu tun hast, ne? Weißt du, andere Leute sagen so danke, ja, hast nichts zum Tun oder so. Ja. Dann könnten wir vielleicht heute wirklich nur 120 schaffen, ne? Ich wollte jetzt halt eigentlich ein bisschen Time Walker laufen, weil das eigentlich auch relativ schnell geht. Tatsächlich. Freehold geht eh schneller. Ja, gut, schneller als Freehold geht halt nichts anderes, das ist eh klar. Also da kommst du mit Time Walker auch nicht ran. Aber dann noch, ja. So. Vor allem, wenn du den Trank noch hast. Den einen Buff von der Invasion aus Legion lohnt sich dann fast sogar auch, ne? Stimmt, es gibt ja einen Buff. Ja. Da darfst du dann halt bloß nicht rippen, glaube ich. Hier sind noch zwei Mobs, wollt ihr mir helfen? Drei. Nicht desorientiert. Ach, jetzt hat das jetzt mal Titan geschmiedet. Aha. Hast du jetzt. Ach, hier ist noch Titan geschmiedet drin? Ah, okay. Corruption kriege oder was? Ja, genau, kriegst den Legion Corruption Teil, das wär's. Bis jede Klasse leveln, okay. Ja, ich habe jede Klasse schon mal. Deswegen, ja.
ich da gar nicht großartig was level. Ich mache das halt tatsächlich nur hier fürs Achievement, ne? Weil, wie gesagt, ich habe ja vorhin zusammengezählt, das ist jetzt dann der 87. Char. Und dann wird es eh langsam voll. Jetzt muss ich dann ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich overcappe und dann Chars löschen muss. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Moment. Habt ihr Gut. jetzt den Hordler getötet? Der Arme. Immer noch ein Allianzler. Oder einen Allianzler, ja. Halt einer von der anderen Fraktion. Spielt zu viel Allianz selber. Ja, Würde gut, niemals einen jetzt. Hordler töten. Achso, das würdest du nicht machen. Hier oben wartet schon einer. Wen? Ah, Hier ein Mondfeuer? Kultiraner. Ja, Psyche zerreißen, ich brauch's. Er ist tot. Und tot. Bist du dir sicher, dass im Palace auf 455, dass das immer noch hochrollt? Rollt das Zeug nicht corrupted? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich war da nicht mehr drin in der alten Raid-Instanz seither. Bist für mich da, okay. Okay. Ja, im Moment machen wir halt hier die Invasionen, ne? Nein, er hat's mitgekriegt, tötet ihn. Besser. Okay. Dann können wir jetzt da oben die Dinger machen. Da haben wir noch eine, zwei, drei und das Ding haben wir noch. Ja, mal gucken, was wir da so rauskriegen. Aber das hat jetzt nicht so viel EP gebracht. Obwohl doch. Kriegsgeschmiedet mit Leech. Ah, Leech kann man immer gebrauchen. Was möchte ich denn jetzt hier machen? Dämonen, den Boss hier Oha. müssen wir töten. Da muss ich immer so Zeug looten, ne? Von der Viechern. Schlamm. Der Schlamm. Eins brauchen wir noch und dann müssen wir noch ein paar Dämonen umboxen. Ja, aber Trinket kann er ja eh nicht corrupted droppen, ne? Also bei Trinket wäre es theoretisch eh egal. Da wäre Item-Level tatsächlich sogar besser. Hier den einen Dämon da oben, den ich gepult habe, den brauchen wir noch. Perfekt. Jetzt sind wir nochmal Level up, 106. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Legion-Bonus-Events und dann halt quasi das Normale mit den Drachen, ne? Was halt echt ätzend ist. Aber ganz drei Level packst du ja nicht. Zwei sind es jetzt gewesen. Oder, ja, wahrscheinlich dann zweieinhalb eher. Was wir hier machen? Achso, einfach die Bar füllen. Also hier in der Höhle müssen wir einfach nur alles töten, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Alter, da unten sind ja ein richtiges Gemetzel. Ich mach das Zeug auf. Killt ihr mal die Typen. Keine Allianz in der Höhle. Ja, doch, da. Also, die Aschenwindkoralle soll anscheinend, wenn du die auf Max-Roll hast, für viele noch das Beste sein, ne? Oder auch Ich wollte dann. den Inkpot, der ist für viele auch noch sehr, sehr gut. Ich Aber ich habe hab. den vor mir schon angeschrieben. Echt, den Gnome geboxt hast? Echt, und flamet er dich, oder was? Ja, der fragt mich bloß, was es mit 120 hier soll. Ob ich keinen richtigen PvP-Kampf machen kann. Achso. Ach, Sagst ist du, doch nee, hast schön. du nicht drauf. Also das Ding habe ich fertig, jetzt können wir zum nächsten rüber. Ja, also die beiden Trinkets sind für viele relativ gut. Das Ding ist, ich habe die halt blöderweise nur im HC. Ich habe die zwar im Mythic-Modus gelegt, die Bosse, aber ich habe leider die Trinkets nie gekriegt. Halt echt ätzend. Die jetzt nochmal zu farmen, weiß ich nicht, das lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Okay, ja gut. Zwei Drittel vom nächsten Level. Das hat mir jetzt zwei, drei Viertel Level gebracht. Ist schon nicht schlecht. Jetzt können wir noch diese Bonus-Events machen. Gut, das Murloc-Event fällt leider flach, weil hier die Invar gerade ist. Das. Corona. Ja. Deswegen auch. Hier müssen wir jetzt einfach alles töten, was. Bin ich denn im Combat? Was ist denn hier los? Ich mach da mal die Eier, während ihr die Mobs killt. Wow.
Der Allianz, den ich tötet hatte, der hatte sogar nur den Buff da drauf und Rache der Kralle. Ach so, hast du Dings gekriegt? Aber das heißt, das Item eingesetzt mit Rache der Kralle? Ja, aber die Typen, die ich gerade tötet habe, in der Rache der Kralle eingesetzt wird. Ach so, ah, okay. Naja, die dachten sich wahrscheinlich hier, sie können da noch ein bisschen Ruftokens farmen, ne? Ja, und wenn ich Zwielichtzerstörung habe. Ja. Von dem ist es. Wurde weggebrezelt quasi. Take me the way. So. Ey, Zwillingsverwüstung, die haut schon echt rein. Also da ist dann Vor allem, wenn du erstmal. zweimal ein Zweier-Ding hast. Ja, du hast halt schon Luck gehabt, tatsächlich. Ich habe auch noch anderes war. Echoing Void da und die Sterne da. Echt, du, what the fuck, wo machst du denn alles? Also ich hab da nicht so Glück, tatsächlich. Wählbarer. Am Anfang habe ich zweimal Echoing Void gekriegt, als das noch nicht genervt war. Da war ich richtig der Held vom Kartoffelfeld hier im Raid. Habe richtig rausgerotzt, habe erstmal alle geoutet DPS und haben sie es genervt. Dann war ich traurig. Das Und ist dann die habe ich erste zwar. Corruption, was ich bekommen habe, war auch der Strahl da. Und dann habe ich eine Echt, Runde okay. gemacht, weil ich nicht wusste, was es ist. Oh mein Gott. Ich würde nie was wegmachen, wenn ich nicht weiß, was es ist. Also. Gut, aber jetzt ist ja eh nicht schlimm, ich habe eh bessere Sachen. Ja, okay. Hast du zweimal T3 Zwielicht? What the? Ja, aber wenn du zweimal T3 Zwielicht hast, Das ne? ist halt zu viel Verderbnis, da bist du halt selber tot. Ja gut, du hast 150, 50, ja gut, du hast 100 Verderbnis. Da bist du bei 90 Verderbnis, da Ja, aber hol ich dich halt du kannst selber aber weg. in der Arena, wenn du zweimal ein Ding hast, ne? Da hast du 36%, das wird ja noch hochgedingst, dann kannst du wirklich im PvP alles one-shotten, wenn es halt proc't, Ja, ne? entweder bist du so, er ist. Ja, ich weiß nicht, also es könnte sich halt schon rentieren. Bin mir da nicht so sicher. Okay, bin bei 92%. Hier die paar Drachen müssen wir noch töten. Dann müssten wir es haben. Killt mal die Drachen alle. Okay, ist abgeschlossen. 31.000. Okay, jetzt bin ich 107. Mal schauen, ob das noch ausgeht. Lass mal hier hinten rumfliegen noch. Ach so, die sind. Ja, gut, aber. Teilweise kann sich auch so ein Low Gear lohnen, ne? Also ein Ding haben wir jetzt hier hinten noch, da oben, und hier ist, glaube ich, nur eins. Bei Shara haben wir auch drei, und Asuna haben wir auch drei. Ich weiß nicht, ob das ausgeht, ne? Also ich schätze, das wird nicht ganz reichen für 110. Wenn Binde macht 2-3 Quests, es gibt ja auch jedes Mal 30, 40.000 pro Quest. Also was haben wir gekriegt? Wir haben 131.000 bekommen. 3 gibt es pro Zone. Sind wir bei 309. Also knappe 400k. Warte mal, 3. Ah, also das sind 2. Also ein bisschen über 2 Level müsste ich jetzt mit dem restlichen Zeug noch kriegen. Also nee, warte mal, im Valshara. Na gut, da gibt's auch drei. Ja, müssen wir mal gucken. Oder wir machen eine Time Walker oder so. Mal schauen. Oha, ich kann meine Paragon bei der Valle ja abholen. Oh, ob ich alle Addons zeigen kann? Du, ich habe heute schon angefangen, die Addons mal zusammenzuschreiben. Ich werde das demnächst auf Twitch quasi einmal updaten, die Addon-Liste. Aber dann war's schon zu spät. Ich habe heute alle Videosachen, die ich hatte, mal noch fertig gemacht. Die Thumbnails und so gebastelt. Wir waren den ganzen Tag mit so Bearbeitungszeug festgegangen. Jetzt wollte ich am Ende das noch machen. Dann war es aber schon nach 19 Uhr. Dachte ich mir, ja, jetzt muss ich mit dem Stream anfangen. Aber ich bin auf jeden Fall dran. Und ich erzähle es nicht nur. Schau, ich habe hier schon meine Liste angefangen. Die anderen Sachen sind die geupdateten. Aber hab's nicht ganz geschafft, weil das ist noch Stand 2017. Ich weiß, das wollte ich jetzt mal updaten. Ja, also ich hab's auf jeden Fall auf dem Schirm, dass ich das machen will.
Das mit dem Updaten, das ist in der Prio-Liste das nächste. Aber was ich zum Beispiel auch noch machen will oder muss, sind die Achievements Guides zum für das Raid Achievement, ne, im in Nyalota, die muss ich auch noch fertig machen. Also ich habe immer so ein paar Sachen, auch wenn ich nicht am Streamen bin, mache ich immer so ein Zeugel, dass ich so nach und nach auf der Liste stehen habe. Deswegen sage ich oft, dass ich Sachen mache, aber jetzt immer nicht gleich, weil ich dann halt noch ein paar andere Sachen habe, die ich erstmal noch fertig machen will. Ja. Und nebenbei shuffle ich immer Expulsum. Deswegen habe ich jetzt mit dem einen schon irgendwie 1100, mit dem anderen schon irgendwie 700, 800 Expulsum. Also das geht ganz gut voran. Und ich bin jetzt auch hier nebenbei mit dem Account am Expulsum shuffeln. Siehst du, ich bin schon Handgelenke und Hände wieder am Herstellen. Also da sind wir auf jeden Fall auch dran. So. Hier müssen wir noch ein bisschen was basteln, Bären töten und Eier klicken und so. Ach, die Kralle. Hier, ich nehme halt pro Ruf-Token 2k für dieses Krallending. Aber das zieht sich auch tatsächlich ein bisschen. Weil du hast so einen Debuff. Ich habe zwar jetzt eine Methode, wie ich den resette, aber es dauert trotzdem immer einen Ticken. Das ist ein bisschen ätzend, das Mount. Hält die eigentlich auch zu den 100 Fraktionen dazu? Ja, müsste eigentlich ganz normal zu den 100 Fraktionen zählen, die Rache der Kralle. Wie viel hat's kostet? Viel. Also du. Es ist quasi so, ne? Du brauchst für Wohlwollend brauchst du 90 Tokens. Und ab Wohlwollend kriegst du nämlich ein Item, was du bei dem kaufen, also bei der Fraktion kaufen kannst, dass du die Sachen auch im BG farmen kannst. Davor musst du sie halt quasi in der offenen Welt farmen. Und wenn du es aber sagst, okay, ich habe keinen Bock, das im BG dann zu machen, dann brauchst du halt insgesamt 420 Tokens, ne? Mal 2K wären halt 840. Ist halt einiges, aber wenn einer alle kauft, dann mache ich es halt günstiger, ne? Dann sage ich halt hier easy. Dann zu 200k. Nicht ganz 750 mache ich dann. Sind dann trotzdem 90k günstiger, ne? Aber da hocke ich halt selber auch lang dran, ne? Also ich kann halt 2 bis 4 Tokens verkaufen. Oh, Dirty Tanker, hey, vielen Dank fürs Subscriben. Und ja, das ist halt. Danach bist du auch durch mit dem Leben, wenn du das sellst, ich sag's dir. Aber du hast einen Haufen Gold dafür, ne? Also, das ist halt immer die Sache. Aber du bist auch durch Freehold, bist du irgendwann durch. Ich habe ja mal eine Zeit gehabt, wo ich Freehold echt ganzen Nachmittag gesellt hatte. Und da habe ich teilweise, also da am Abend, du bist einfach nur mental kaputt, ja? Kannst dich eigentlich so wie du bist Weißt, einweisen. liegt da so ein Typ im Psychiater? Coach, ja, was haben Sie gemacht? Ja, Freehold boostet. Kennt ihn. Diagnose, Freehold Boost, ausgelaugt. Ja, das macht dich kaputt. Ja, vor allem, das Problem ist, da wo ich das gemacht habe, noch mit dem DH. Oh ja, stimmt, 3. Monat. Nice, danke dir, ne? Wo ich das gemacht habe, mit dem DH, da war das ja noch relativ schwierig am Anfang, weil du, wenn du irgendwo was kurz verkackt hast, war sofort tot. Also du musst das alles perfekt spielen, also du brauchst das immer volle Konzentration, aber es war halt trotzdem immer das Gleiche. Und diesen Mittelweg aus, ich muss immer perfekt schauen, aber es ist immer wieder das Gleiche. Du wirst halt irgendwann, du musst halt mit, also es strengt die Augen extrem an, weil du bei dem Movement-Ding immer genau richtig chargen musst, sonst bist du halt sofort tot und dann dauert es halt ewig viel länger, ne? Und das war halt echt bisschen, also das hat mich richtig ermüdet. Weil das halt über eine sehr lange Strecke die Konzentration sehr gefragt war. Wenn ich das jetzt sehe, wie es jetzt ist mit meinem Main, ne? Ich laufe da rein, pull da alles zusammen, da passiert überhaupt nichts. Ich spam einfach nur easy, ja. Aber mit dem DH da am Anfang, da bist du ja als CD-DH mit Low Level rein, da musstest du richtig aufpassen. Das hat zwar extrem viel Schaden gemacht, aber wenn du ein Ding falsch gemacht hast, dann warst du instant tot. Jetzt mit dem Drit-Tank da, da ist eigentlich fast wurscht, was du machst. Du stellst dich da in die ganzen Viecher rein und klopfst da halt drauf, ne? Spammst da halt der E rein, da passiert halt nichts. Also mit dem Gear zumindest passiert da nichts. Das ist halt nicht mehr schwierig tatsächlich. Mit dem DH sah es noch ein bisschen anders aus. Mit wie viel Corruption? Ich glaube, das letzte Mal, wo ich gespielt habe, war mit irgendwie 30, irgendwas um die 30 rum.
Also du kannst sicher in der Vision auch mit wesentlich mehr Corruption spielen, das ist alles kein Stress. Aber die guten Teile, die ich habe, da komme ich quasi auf 30 in etwa. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit im Combat. Ach komm, machen wir die Sachen auf. So, Pi mal Daumen rum sind wir da. Hast du schon Curve? Ja, Curve habe ich in der zweiten Woche gemacht mit einer Random-Truppe. Aber also, Curve ist ja meistens immer relativ easy Aber zu machen. geht in Sofa mega einfach, aber Unat und so. Die war krass mit Randoms. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Dreck. Oder Ashara. Uff. Oder Gehuhn. Ach. Ja gut, der Huhn stelle ich mir auch lustig vor, ja. Aber da habe ich ja feste Raid-Gruppen dann gehabt. Da war auch dann der Mythic-Kill. Also ich habe Unat nicht, aber Gahun habe ich und Queen Ashara habe ich beide so Mythic-Modus halt quasi gekillt, bevor der nächste Content aufging. Bei Jaina wäre es eigentlich auch drin gewesen, aber da hat sich blöderweise der Raid dann aufgelöst bei Blockade. Und dann habe ich den Dings leider nicht. Wie heißt denn das Mythic-Ding? Also HC ist ja Curve und Mythic ist Cutting Edge. Cutting Edge, genau. Das hab ich gesucht. Ja. So Mythic Raider, ich weiß ja was. Ja, ich merke schon. Krasser Typ. Krasser Typ. Ja gut, das hier haben wir jetzt noch. Drüben haben wir noch eins. Gut, das drüben bringt noch ein paar Quests. Also es wird nicht ganz reichen, aber ich denke mal, auf den komme ich auf jeden Fall. Auf 9 und... Kannst du nicht nur das Katzetal-Ding da Das hier? Katzen... Was für ein Katzental? Dahinter hat's doch da, wo du mit dem Katze-Typ da reden musst. Da war doch auch noch so Bonusziele. Ich weiß nicht, wo du... Was Und du für das ein mit den Katzen... Pferdra. Ja, die Feendrachen, die gibt's noch, aber ich weiß nicht, was du für Katzensachen meinst. Ja, keine Katze sah auch da, wo der Tau- und Mondklaue da, der Katze-Typ da steht. Keine Ahnung, was du meinst. Wir können danach, zeigen wir das nachher mal, fliegen wir dahin, aber ich Ich weiß wüsste nicht, ob nicht, du da dass. die Anfangsquest brauchst. Ja, du, Am also du Anfang bekomme ich ja brauchst. die Quest, wo dich in drei Richtungen schickt. Ja, das ist die Sache. Hier hängen auch viele Bonusziele an Quests. Das ist schon richtig. Also. Gut, aber es ist ja eine Sache von 2 Minuten, die Quest bis dahin zu machen. Also es können, wir können das ja nachher mal schauen, was du da genau meinst. Weil das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich mache halt immer nur die ich nicht freiquesten muss, weißt du? Also so Moment, handhab ich Alienzer. das halt. Ja, mal Jensen, die können doch auch nichts dafür. Doch, mich umhauen im Sturmsenkal. Der Stachel sitzt tief, ne? Weil der eine Typ hat sogar eine Kampfrohrzoge, das war's halt nur. Naja, die haben dich wie so ein Raid-Boss behandelt, ne? Bin ich aber trotzdem. Ja, gut. Gehen wir Hab zu den wahrscheinlich auch noch mit Feendrachen. Essen den Ansage gemacht. Wahrscheinlich hier. Jetzt kicken. Jetzt dann. HT, HT. Mordotz, Mordotz. Killt den Ja, halt. Bären. So, Ob ich. Flask, Food, Putz, rein da. Rein da. Ob ich schon Tigel gemacht habe? Nee, Tigel Mythic fehlt mir ja noch. Die zwei Achievements, das habe ich noch nicht gemacht. Also mein weiterer Plan ist jetzt halt den erstmal hochzuspielen, aber das sieht jetzt ganz gut aus. Nur 108 sind wir ja schon mal. Und dann will ich mir zwei Gruppen basteln. Einmal für PvP die Erfolge, die ich noch brauche. Und halt für den Tigel. Ich denke mal, Tigel werden wir vielleicht nächste Woche schon mal ansetzen, wenn ich da zeitnah die Leute für finde. Und ja, PvP-Gruppe werde ich dann auch mir zusammenbasteln. Weil ich muss in dem BG noch ein paar Achievements machen. Das ist so das nächste. Aber ich wollte erstmal den Volpira hier dann noch hochbasteln, dass ich das Achievement habe. Genau, so eins nach dem anderen. Ich denke mal, ja, wenn es gut läuft, können wir Tigel nächste Woche schon machen. Tegel, die brauche ich auch nur die normale Erfolge, aber die macht ja keiner mehr. So Achievement-Gruppen gibt es schon noch ab und an, die angehen. Ah, finde abonnieren. Ab und an zumindest.
Wie die ganzen Mythisch Dudes sind wir ja draußen. irgendwann bei Tegel. Und ich Ja. habe keine gute Allianz, ne? Ich glaube bloß 400 oder so. Das ist ja nicht viel. Der Motivationsunterstützung. So, ein Ei brauchen wir noch und Mondschwingen müssen wir noch ein paar retten. Ich glaube, wir müssen selber machen. Du musst danach halt nur sagen, wo du da meinst, was man da freiquest muss. Aber wahrscheinlich sind das ein bisschen mehr Quests, als du meinst. Nee, du nimmst ja die erste an, gehst dann zu Szenarios, gehst wieder zurück ins Dorf und dann kriegst du direkt die drei Quests, wo dich in jede Richtung einmal schickt. Aber hat der nicht 5 Jahre gelabert, Szenarios? Gut, der war bei guter Stimme, aber ich weiß nicht, wie lang es war. Ja, bei guter Stimme, ja gut. War halt wie ein Politiker. Weiß nicht, ob sich das halt dann rentiert, weißt du? Jetzt die Ja, so drüben, lange die. labert er ja nicht, der Szenarios pennt er ja da. Da mal Furion, der so lang labert. Ja, oder mal, ist ja wurscht, wer da lang labert. Einer von denen Ja. labert auf jeden Fall. Mit sie auch bloß mitteilen. So, nehmen wir die Schuhe noch mit. Okay, wo müssen wir dafür hin ins Lager, oder was? Warte. Dahinter hin. Aber Ans Mondlauertal. ich müsste erst hier. Ja, aber ich musste erst mal hier mit Mulfurion, oder was? Ich weiß nicht, ob du das ob schon so hier, ja, zum Beispiel ich hab's jetzt hier schon so. Oh ne, weil ich eine Weltquest. Ach lol, jetzt. Was ist denn das für eine Kacke? Jetzt hat er mich hier aufgehopst. Aber also da hinten habe ich es erkundet und da sehe ich nichts, wo du bist. Da brauchst du, glaube ich, die Quest da dafür. Ja, jetzt hat mich hier eher mitgenommen. Führt. Ja, entführt hat er mich. Ja, ist auch nicht lang. Ob ich hoffe, ich meine nicht. Ich habe so die Vermutung, dass das hier 5 Jahre Gelaber ist. Also ich habe das nur so ein bisschen in Erinnerung, dass die da ziemlich mich zugetextet haben. Könnte ja eigentlich die meiste Cutscenes überspringen. Ja, nee, das ist ja keine Cutscene, das ist Ist ja. mir egal. Okay, dann okay, das war jetzt, ne? Ist mir egal. Da kommt wieder die tiefe Raucherstimme raus. Ach, das ist stimmt sein Begleiter. Ich habe ein Ding, da verfolgt uns jemand. Aber hier, nee, da unten bei Ravenhold habe ich glaube ich nichts. Also wenn ich das hier. Yes, und dann schickt es dich wieder zurück zu Dorf. Okay, also das ging jetzt tatsächlich. Sag ich doch. Sag ich doch. Aber werde ich jetzt nicht zurückgebracht. Risas, hey, ich grüß dich. Aber bei der Inni ist glaube ich nichts. Wahrscheinlich musst du da auch irgendwie wieder was Der muss auch freiquesten. questen. Die muss ich jetzt annehmen, dass ich da in die verschiedenen Gebiete muss, oder was? Hab ich die jetzt alle? Ja, okay. Jetzt schauen wir mal, ob du da recht hast. Noch habe ich hier nichts. Doch, da Ah, doch, verfolge ich jetzt das habe ich ein Mondlauertal. Bonusziel, ja. Jetzt habe ich eins, du hast recht. Sollen wir den Steht im Boss hier Staunen. töten? Und die Quest, die geht auch mega schnell, weil du bloß Bosse töten musst, drei. Okay, dann killt mal alles hier. Ah, die kann ich vom Mount auf aufmachen. Perfekt. Dann mache ich mal die ganzen Sachen hier auf. Das ist ja ein Lux. Ah, gut. Looten geht natürlich nicht vom Mount. Ja, das wusste ich nicht, dass du die so easy freischalten kannst. Das geht eigentlich schon ganz gut ab. Muss hier den nächsten Boss killen. Der ist da oben drin. Da Läuft. muss dann direkt so ein Weib befreien, was neben dem sitzt. Okay.
Ach so, wir müssen noch zu dem anderen. Ach, in die Höhle hier, oder was? Oberhin. Ah, ja, hier in die Höhle müssen wir. Hinten sind noch böse Wichtel, die mich anschießen. Okay, 2% brauche ich jetzt noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch rüber. Weil wenn ich jetzt das noch kriegt und die anderen drei, dann müsste es eigentlich fast reichen für Level Up. Aber das ist gut zu wissen, dass du das hier relativ schnell kriegst, ne? Die Quests sind ja auch ganz gut. Also wenn ich mal den nächsten Char level, dann nehme ich das vielleicht mit. Aber schau, man lernt nie aus. Das wusste ich tatsächlich jetzt nicht, dass das so gut geht. Achso, den hätte ich jetzt noch freilassen müssen, aber egal, den lassen wir jetzt da drin verrotten. Scheiß auf Also den die, Typen. seine Die. Frau. Ja, ist ja egal. Okay, also wenn es eine Frau ist, ne, dann drehen wir nochmal um hier. Vielleicht geht ja was. Ein kleiner wuscheliger Kleiner wuscheliger Volpera, ja. Klein, aber oho, ich sag's dir. Wenn ich überlegen, was haben wir ausgerechnet? Ich müsste jetzt 300 190 fast bekommen. Ja, das reicht. Das müsste easy reichen. Jetzt die drei World Quests noch machen. Bonusziele. Oder Bonusziele, ja. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ist ja alles das Gleiche. Dann würde ich sagen, hole ich mir danach meine Ausrüstung. Oh, ich kann Danach auch einen kann ich dir Talentpunkt. eine da Freehold ziehen. Jo, genau, das wäre ganz cool. Dann gehe ich mir irgendwas zum Essen suchen. Mach das. Aureli, hey, vielen Dank fürs Subscriben. Für die Horde. Oh ja, hier, jetzt kann ich auch sagen, für die Horde, weil ich Hordler spiele. Hier, mein Vulpera. Im hübschen Kostüm. Who ist. Mehr oder minder hübsch. Warte, ich klicke die Sachen an. Da kommen noch mehr so Viecher raus. Wollte ich die gerade hier mit meiner Runenwaffe umklopfen, ne? Oha, sogar Schattenkram. Ja. Transmogt hier. Also da hinten können wir auch noch Mobs töten. Das hat hier eine relativ weite Zone tatsächlich. Okay, hier sind wir fertig. Dann haben wir jetzt noch die zwei Nager-Dinger und dann müssten wir durch sein. Da muss ich mal gucken, wo ich mir mein Gear abholen kann, weil die Vulpera haben ja nicht wirklich so eine City. Die sind ja quasi überall vertreten. Wahrscheinlich wie bei dem Macau in Okrima. Stimmt. Das könnte wahrscheinlich sein, ja, stimmt, da hast du recht. In Voldun im Lager. Ah, okay. Gut zu wissen. Okay. Ah, hast du schon abgeholt? Okay, cool. Sechs. Haben wir quasi hier noch und das. Aber das müsste reichen. Oh, hier ist schon Hexenmeister. 105er. Böse Wo, Bube. Und das ist noch ein DK. 108. wo, wo? Weg Nochmal. damit. Ich habe mir die Rüstung noch gar nicht angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Müssen wir dann Ich auch gleich mal nicht. schauen, wie sie wirklich aussieht. Der Typ hier will mir das wegschnappen. Ach, der ist auch in der Gruppe. Oh, da stirbt er. Da oben ist noch so ein Rare, ne? Aber den greife ich jetzt mal nicht alleine an. Ich mach mal die Sachen auf. Ich glaube, das bringt am meisten. Noch einen. Dailies für die Vessels.
Macht auf jeden Fall Sinn, ne? Weil da kriegst du jetzt richtig gutes Gear raus. Ist ja jetzt alles auch corrupted und so. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Was ich sagen würde, wie man zurzeit gut Gold machen kann. Du musst mal gucken, ob das Gelee auf deinem Server wieder hochgegangen ist. Auf Antonidas war es jetzt zwischenzeitlich wieder relativ teuer, wo ich sagen muss, das kann sich hier wieder lohnen. Was halt auch immer gut geht, ist, wenn du irgendwas boosten kannst, ne? Also ich booste ja auch mehrere verschiedene Sachen. Damit machst du eigentlich immer ganz gut Gold. Musst du halt gut genug sein, quasi, um was boosten zu können. Wo ich auch relativ viel Gold mache, ist mit Berufen tatsächlich. Also Sachen craften und die dann wieder weghauen, das lohnt sich teilweise schon auch. Wie viel kostet eigentlich der Allianzschlechter und der Diener von den Softsammer? Schlechter war es, glaube ich, 100 und der. Was habe ich denn das Entzott-Ding letztes Mal verkauft? Ich glaube 200, aber wenn man das Entzott-Ding holt, dann kriegt man das andere automatisch dazu, was? Das ist schon. Aber das muss man am besten ein bisschen später am Abend machen und die Invasion darf da nicht sein, was sonst sind da zu viele, das hast du ja heute Nachmittag gemerkt, ne? Hinweis jetzt nicht mehr. Stimmt, das könnten wir mal später machen, wenn ich hier mit dem Dings fertig bin. Muss ich mal zeigen, wie viele Gold dann da willst. Oh, können bei dir auf jeden Fall um einiges günstiger machen. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Viecher. Hier unten sind noch zwei. Weil aufmachen kann ich jetzt hier nichts mehr. Hab alles. Ach, obwohl da haben wir noch einen. Komm, den können wir antecken. So, 2%. Perfekt, sind wir fertig. So, jetzt brauche ich noch knappe 50k EP. Die müsste ich mit dem letzten Bonus hier noch kriegen. Dann reicht es ja perfekt hier. Dann kann ich mir meine Ausrüstung einmal besorgen. Wird schon wieder vom Next eingeschrieben, was wollte die von mir? Warum schreiben die alle dich an? Du böser Kannst du mal Bube, die aufhören? Leute immer tötest, ne? Kannst du mal aufhören, hier alles wegzustressen? Ich denke, du questest hier wohl nicht. Denke ich schon. Aber mittlerweile ist der 5-Masken-Run echt ganz bequem machbar, ne? Also jetzt mit dem Umhang auf Max, muss ich echt sagen, ist es ziemlich einfach. Nein, das funktioniert nicht. Jetzt komme ich nicht mehr aus dem Combat raus hier. Ich finde es immer so schlimm, ich kann, wenn ich Leute ignoriere, will schon dann Spieler nicht gefunden. Ja, das ist meistens vom Ich anderen Server. Das ist lasse immer ein mich ihm bisschen schnell mal, blöd. bevor sie dich beleidigt. Okay. Kannst du ja, also wenn sie einen beleidigen, kannst du ja auch melden, ne? Perfekt. Wunderbar, da sind wir 110. Danke euch fürs Mitziehen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich hinporten kann. Jetzt holen wir uns erstmal die Rüstung ab und dann schauen wir mal weiter. Es ging jetzt relativ schnell hier durch. 38 Minuten für die 6 Level. Das mit dem Buff ist natürlich schon eine schöne Sache. Okay. Ja, 463 ist ja schon mal nicht schlecht. Vor allem, wenn du dann noch Ding hast hier. Wenn du gutes Corruption Gear hast, das macht halt viel aus. Was ist denn das hier? So, die Schlacht. Ach, das ist dieses Lordaeron-Ding. Ach so, das kann man ja hier skippen. Ja gut, das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Muss ich dann hin? Ach, davor. Ja gut, ach so, ich muss ja einmal nach da Saalor, dass ich die Tradition. Ja, nach Voldun. Also ich muss die Quest machen, um da hinzukommen, ne? Das hilft jetzt alles nix. Fast alles überspringen. Ja, das will ich jetzt auch machen. Silithus, ja gut, aber das mit Silithus müssen wir trotzdem machen, ne? Da führt leider kein Weg dran vorbei.
Geh dann schon nach Freehold, dass man dich gleich rüberporten können und nachher. Achso, ja, das wäre eigentlich auch ganz nice. Aber jetzt muss ich erstmal nach Woldun. Gehen wir darüber. Muss meine Halskette und sowas holen. Oh, hier den Warmode ist im Moment gefährlich. Achso, bin ich jetzt auch im Invasionsgebiet? Ja, es ist so dunkel, ne? Lauter Totenkopf-Mobs hier, alles klar, lieber mal weg. Da wollen wir nicht hin. Jetzt müssen wir erstmal nach zum Magni gehen. Die Herzkammer freischalten. Also ich würde dir raten, also Dreier Stars ist natürlich schon stark. Zwielichtsverwüstung ist halt für ja eh besser, ne? Und wenn du immer Big Pulls machst, also größere Pulls, dann ist die Zwielichtsverwüstung wahrscheinlich besser. Aber du kannst ja die Teile auch umziehen. Immer für die Bosse die Stars-Ding anziehen und für den großen Pull Zwielichtsverwüstung. Das könntest du theoretisch machen. Also ich bin zu faul immer, mich umzuziehen. Deswegen nehme ich ein Gear und baller da durch. Aber ich habe auch kein Stars-Ding. Nee, du musst. Also für die Traditionsausrüstung muss ich nach Voldun. Also wenn ihr mich da irgendwie hinporten könntet, wäre Ja, es ganz aber cool. gerade schon. Okay. Aber ich mache da mal diese Quest, weil ich brauche ja eh den Hals dann. Dann da rüberkommen. Jetzt schauen wir mal. Da, da, da. Hier haben wir jetzt auch eine coole Waffe gekriegt. Ich könnte mal ein bisschen noch umziehen, das Gear, ne? Schuhe können wir noch anziehen. Haben wir hier auch noch irgendwas Besseres? Nein, ein Level 80er Gürtel. Auch nichts Besseres. Ja gut, die anderen Sachen lasse ich eh an, weil die ja mitleveln, ne? Mittlerweile hast du ja schon fast alles an Account Gear. Es sind, glaube ich, noch 4 Slots, die nicht Account Gear sind. Also die könnten sie eigentlich auch noch ausfüllen. Dann wäre man gar nicht mehr von Gear abhängig. Mal gucken, vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann, dass du das Zeug auch noch kriegst. Dass du irgendwo noch Handgelenke, Schuhe, Gürtel und Hände bekommst. Ja, gut, ich bin halt ein Achievement-Spieler, wobei ich mit dem Main mehr Punkte habe. Weil ich hier mit der Horde vergessen habe, so einen. Mit der Horde habe ich blöderweise vergessen, mal das Sommer-Event zu spielen. Das ist ein bisschen das Blöde. Weil ich ja normalerweise hauptsächlich Ali spiele. Und ja, jetzt im Sommer muss ich das mal noch mitmachen. Da habe ich ein paar Achievement-Punkte liegen lassen. Das ärgert mich so ein bisschen. Manche scheren halt nicht zwischen Horde und Allianz. Das ist ein bisschen blöd. Sordala. Ah, dann kommt der Port. Jetzt muss ich aber hier das Ding noch kurz fertig machen, dass ich hier nicht nochmal herfliegen muss. So. Achso, in der Mitte muss man sich da reinstellen, ne? Beherrschungsdroide mit 560 Kaliber. Ja, da geht schon was. Aber du hast ja als Ding auch. Gut, du hast jetzt den Dings-Buff hier noch drauf, ne? Aber prinzipiell hast du ja als Guardian auch nur in der Gestalt mehr Leben, ne? Da kommst du schon was auf einiges. Man sieht immer so ganz schön am Leben schon mal so, was die Leute grundsätzlich an Gear haben. Wenn ich so eine Gruppe reinkomme und da jemand nicht mal 300k Leben hat, also für M Plus oder so, dann weiß ich schon, okay, da wird irgendwer durchgezogen, da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. Aber den schwarzen Bär, den muss ich mir auch irgendwann mal holen. Der ist viel geiler als der braune. Schwarze Bär. Ach so, ja, er muss ein bisschen RBG spielen. Ja, finde ich ja keine Gruppe. Zwei von 10 Spiele gewonnen, die ich von Bär brauche. Okay, na gut. Die restlichen 8 nehmen sie lieber Dämonenjäger, die schnell die Flagge hin und her bringen können. Ja, die haben da auch so ein paar Sachen gedreht im RBG, dass Tanks mehr Schaden kriegen und so ein Scheiß. Das ist ein bisschen ätzend tatsächlich. Okay, jetzt müssen wir da einmal rüber und uns die Traditionsausrüstung holen. Die
Die Kette haben wir jetzt zumindest schon mal. Bin ich gerade überlegen, aber eine Invasion ist hier ja keine, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die sehe, wenn ich die Prequest noch nicht gespielt habe. Nee, scheint gerade kein, oder? Seht ihr gerade eine Invasion, die ab ist? War ja vorhin erstes Sturm St. Thal. Naja, stimmt, Sturm St. Thal war ja vorhin. Hat er einfach schon wieder vergessen. Ja, gut, es war heute Nachmittag, ne? Habe ich eigentlich das schnelle Fliegen schon geholt? Mir gefühlt ist das so langsam. Ja, stimmt, 430 sind wir. 310. Ich will ja jetzt nicht motzen, aber ihr hättet mich auch zum Tempel von Setralis porten können, ne? Muss ich ja selber noch so weit fliegen. Eieieiei. Ist mir zum Tempel geflogen sind und naja. Ist passt schon, alles gut. Der Hate. Ja. Einfach mal hier, ne? Hier. Wird mir schon geportet dann zu sagen hier. Also, hätte mir echt direkt vor die Haustür porten können. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, wenn schon, ja klar. Macht der Typ doch halb besser. Ich glaube, die Prequest. Ich weiß gar nicht, ob ich die Prequest mit dem unbedingt brauche. Wahrscheinlich mache ich die jetzt nie, die Prequest. Und irgendwann wird dann der Fall sein, dass ich mich aufrege, wenn ich mit dem Char-Einlog irgendwas machen will und denke, warum komme ich jetzt hier nicht? Warum habe ich das Portal nicht freigeschalten? Hä, was backt hier rum? Und dann fällt mir auf, ich habe nie die Prequest gespielt. Blöd. Ja, nach 3 Stunden fällt es mir dann auf, woran es liegt. So. Da haben wir die Traditionsausrüstung, die 10 Achievement-Punkte haben wir eingeheimst. Und jetzt wollen wir sie uns mal angucken. Sieht halt wirklich nicht so geil aus, tatsächlich, ne? Also, da lasse ich ja lieber mein Blizzard-Outfit. Das passt halt zu dem Volpera, weil der noch so der Schwanz halt da recht gut dazu passt, dieser weiße. Also, da muss ich sagen, finde ich das sogar echt cooler. Oder? Was ist das? Dann das Kultiraner, das fand ich viel besser. Ja, das habe ich auch getransmogt, aber da lasse ich tatsächlich. Der Backset nice aus. Ja, der ist schon ganz toll, aber ich glaube, da lasse ich tatsächlich hier lieber dieses Set. Das passt, weil ich auch so einen weißen Volpera mir geholt habe. Du, es gibt immer faule Menschen. Die sich dann bestimmte Sachen lieber im AH kaufen, als dass sie nachschauen. Damit kann man ganz gut Gold verdienen. Also wenn man neu auf dem Server ist, ne? Ist das echt eine Sache, wo du das ein oder andere Gold holen kannst. Soll ich gehen mal raus, was du gucke? Gut, danke dir fürs mit durchziehen, ne? Ich gehe mir jetzt auch was zum Essen suchen, ich bin dann raus aus dem TS. Jo, such dir was zum Essen, guten Appetit hier, ne? Tschüss. Ciao. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Volpira-Gear. Tatsächlich, ich habe mir das ein bisschen geiler vorgestellt. Also wenn ich das jetzt so angucke. Ja, also es ist okay, würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber nicht wirklich krass. Da habe ich allgemein so für Todesritter-Sets nicht sonderlich viel, ne? Ich habe das, was jeder transmoggen kann. Dieses hier von der BlizzCon. Dann, das ist hier irgend von der Kampfgilde, sieht ja mal absolut kacke aus. Dann, das ist ein Plattenset, Season 2, PvP. Prüfung der Tapferkeit, ich glaube, da hast du das komplette Set gekriegt, genau. Das war das Pre-Legion-Invasions-Set. Was haben wir hier? Season 14, ich keine Ahnung, warum ich das habe. Eigentlich habe ich nie einen PvP mit einem Platt, oder? Habe ich PvP mit einem Plattenträger gemacht? Ich glaube, ich habe nur PvP mit meinem Hexer damals gemacht. Dann mit einem Hunter. Achso, jetzt hast du da oben. Muss bloß schauen, dass ich da. Da waren noch ein paar Bobs gestanden, ein bisschen außen rumgekommen. Nee, also sonderlich viele Dings habe ich nicht. Aber merkst schon, da geht die EP schon ordentlich hoch, ne? Seht ihr das? Bin ich mal erholt. Was das teilweise wie der EP-Balken halt hochschießt.
Er hat sogar noch ein paar Mobs da hinten stehen lassen, da kann er theoretisch noch mehr kriegen, aber er ist halt echt krass, ne? Rehold geht auf jeden Fall ab. Habe ich noch irgendwo hier einen. Ah, ich habe keinen Dingstrank mehr, muss ich mir nachher noch einen rüberschicken. Also das geht schon echt richtig böse ab mit Freehold. Jetzt mit dem 100% Buff, ne? Da kannst du einiges machen. Da kannst du auf jeden Fall einiges machen. Muss mal gucken. Ich glaube, ich habe mit meinem Main noch hast einen Banner. Nee, mit dem habe ich keinen Gildenruf. Mit einem Banner wäre es noch besser, da hast du recht. Ich glaube, der ist auch in keiner Gilde. Nee, oder? Doch, hier. Ah ne, Gildenbrowser, okay. Der ist in keiner Gilde, ja. Ach, gehst du unten rum, okay. Hat anscheinend eine an. Machst du normalerweise so Runs auch oder bist du jetzt das erste Mal? Weil ich kenne es immer bloß anders, die Runs quasi. Ich guck mal, ob ich noch einen. Eine Flask mit meinem zweiten oder mit meinem ersten Account habe. Weil da werde ich ja wahrscheinlich nur ein oder zwei brauchen. Schaue ich, dass ich noch was rüber schicke. Immer so ein bisschen in Range bleiben, dass du die EP kriegst. Ah, ich habe da bestimmt noch irgendwo eine auf der Bank flacken. Wie heißt denn irgendwas der 10 Länder heißt das? Oder irgendwie ein paar Länder, oder? Destillat der 10 Länder heißt das Ding genau. Ich habe sogar noch was auf der Bank liegen. Notfalls hätte ich halt auch noch ein paar Münzen oder ein paar Marken. Oh, schau, da sind wir schon Level ab. 111 sind wir, wunderbar. Da geht die EP schon echt gut hoch, weil der Trank ist jetzt nur noch 3 Minuten drauf, ne? Und dann ist halt finito. Ah, schau mal, ich habe so ein Strategiebuch gekriegt. So, wie heißt der Char Vultela auf Blackmoor, die kannst du nämlich auch dann immer Xtreme verschicken, also auch von Allianz zu Horde und andersrum. Das ist dann eigentlich ganz cool. Muss bloß gucken, dass ich nichts adde, ne? Weil hier würde ich wahrscheinlich übelst auf den Sack kriegen. Und dann müssen wir da hinten mal einen Postkasten aufstellen. Und schauen wir mal. Postkasten. Schauen, dass wir die da oben nicht adden. Spielzeug, Postkasten, zack, Bastelmann. Oh, ich hab. Oh, da ist noch ein Haufen Zeug drin. Was ist denn das alles? Habe ich anscheinend ein paar Sachen nicht mitgelootet. Passiert ab und an. So, dann schauen wir erstmal, dass wir noch ein paar Sachen loswerden. Ab und an kannst du hier auch ein paar Sachen verkaufen, die ganz gut was bringen. Aber meiste Zeug ist halt Mist. Das hier kann man zum Beispiel auch wegschmeißen. Weg damit. Weg damit. Obwohl, was war das hier? Na gut. Ist halt eh nicht verkauft. Das können wir auch wegtun. Das können wir vielleicht nochmal verticken. Diese Sachen, ne, wir haben im Dunkelmond-Jahrmarkt, sind die tatsächlich ganz gut was wert. Damit kann man ganz gut was anfangen. Was ist denn das? Ein Hals. Ja, den kauft halt auch keiner. Das kannst du auch vergessen. Ah, schau mal, nochmal so ein Ding gekriegt. Da geht was. Die können wir auch wegschmeißen. Löschen. Schauen wir mal, der hat da hinten einige gekillt. Ah, schau, die looten wir noch. Das ist sogar was wert. Das können wir weghauen, das können wir auch weghauen. Müssen halt immer ein bisschen gucken, dass wir in Range bleiben, dass wir die EP noch kriegen. Am Anfang der Pull bringt halt tatsächlich eher am meisten, ne? Da geht dann richtig was. Hier müssen wir so ein bisschen moven, weil wenn er den Boss pullt, dann haut er so. So Feuershit raus. Das können wir wegmachen. Weg damit, weg damit. Das brauchen wir noch. Kommt auch weg. So. Die Sachen können wir vielleicht noch ein bisschen an den Mann bringen, ne? Die sind vielleicht noch einen Ticken wenigstens was wert. Das können wir weghauen. Weg. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht kriege ich die ja verkauft. Also die Teile sind tatsächlich manchmal ein bisschen was wert. Und die kriegst du halt aus allen möglichen Dungeons. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Main das Teil auch dabei habe. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier Freehold durchziehe und das Zeug noch zusätzlich kriege, wäre es eigentlich gar nicht so verkehrt. Den darfst du, glaube ich, nicht hier runterziehen.
Der resettet er teilweise. Ja, siehst du. Den muss man immer oben machen. Sonst resettet er. Das ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert. Besten den da irgendwo in die Ecke rumziehen. Ja, das ist ein bisschen kacke. Der knockt dann immer so ein bisschen. Das ist so ein bisschen nervig. Okay. Ja. Sieht ganz gut aus. Hütet euch. Auf Blackmoor zahlen die Leute 350k für so einen 5-Masken-Fullrun? Okay. Also ich habe es jetzt noch nicht getestet, ob ich die verkaufen kann. Das müsste ich mal noch gucken. Also ich hätte jetzt wieder zwei Vessels. Ich könnte es mal testen. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Also noch nicht getestet, ob das geht. Warte, ich könnte hier auch noch voll mit draufklopfen. Richtig rein damagen. Ich zeige euch das mal, wie das geht. Damagen wir den mal voll weg. Oh, da müssen wir rauslaufen. Also du musst da, glaube ich, nicht rauslaufen. Also mit 110er Char macht das so gut wie keinen Schaden. Oder 120er Char, ne, der halbwegs gut equipped, das macht das kaum Schaden. Aber hier, ich denke mal, ich würde auf den Sack kriegen, wenn ich da drin stehe. Die Leute, die ich manchmal so durchziehe, ne, wenn die da drin stehen, verrecken die halt ziemlich schnell. Ja, es hat jetzt 1,5 Level gebracht. Das Dungeon, da siehst du mal, geht halt schon richtig gut ab. Wenn du das ganze Account-Zeug hast, wenn du dann noch eine P-Buff hast. Dann haut das noch ein bisschen mehr rein. Oh, da sind die, ja. Oh, habt ihr gesehen? Der schaut mich böse an. Also was sinnig ist, du kannst da oben die rechts an der Ding stehen, kannst du noch mitnehmen und hier hinter ein bisschen weiter hinterlaufen. Da sind auch noch welche Mobs, die nehme ich meistens noch mit. Aber du musst als derjenige, der durchgezogen wird, muss am besten mal weit hinten stehen bleiben, weil wenn du das addest, ist halt das Ätzendste, was passieren kann, auch für den, der durchboostet. Ah, schau mal, die sind die auch noch mitgekommen. Muss immer ein bisschen aufpassen, wenn du geslowt wirst, ne? Das ist ein bisschen kacke. Du hast eh hier. Ah, du hast dieses Absorb-Trinket noch an. Ah, das ist auch ganz gut tatsächlich. Das habe ich aber nie im hohen Item-Level gekriegt, was echt ein bisschen nervig ist. Oh, killen sie dich gerade? Ich glaube, ja, die können schon ein bisschen reinhauen, wenn es blöd läuft. Ah ja. Ich laufe meistens hier hinten noch, also einmal so rein und rum, dann kriegst du die eigentlich noch mitgezogen. Aber es ist halt immer so ein bisschen risky, ne? Meistens ein bisschen risky. So, Dollar. Achso, ich kann hier sogar noch ein Dings setzen. Wir nehmen jetzt mal irgendwas, sonst nervt mich das immer, dass ich quasi nur eins offen habe. Was ich machen könnte. Ich könnte reinlaufen und einen Mars Grip machen. Aber ich glaube, dann sterbe ich. Ich glaube, ich passe lieber ein bisschen auf. Ich habe die mal alle zusammen gegrabt. Ja, schau mal, ich habe schon wieder so ein Ding gekriegt, wieder ein Ei. Da geht was. Aber, also, ne? Hier, was, da kriegst du durch den einen Pull schon ein halbes Level. Das ist halt echt krass. Jetzt kann ich da nicht rausmoven. Also, das sollte man eigentlich nie machen hier, als jemand, der durchgezogen wird, reinlaufen. Aber ich dachte mir, komm, ich supporte ihn jetzt mal ein bisschen. Aber irgendwie kommt es mir vor, ob die den Loot hier ein bisschen runtergenervt haben, weil es droppt nicht mehr so viel. Ja, gerade sind die Sachen halt nichts wert, seht ihr das? Gerade mal 100, 200 Gold. Aber die wären halt wieder einen Haufen wert, wenn Dunkelmond-Jahrmarkt ist. Dann kannst du nämlich die ganzen Sachen holen für.
Ja, gut, als Ding, ich bin, ne, ich habe ja einen DK-Tank, der ist halt auch einigermaßen tanky, das stimmt schon. Aber wenn so viel, wenn du so viele Mobs hast, die grillen dich trotzdem, also da machst du trotzdem nichts. Also, heute hatte ich einen Mage am Nachmittag, ne? Der ist irgendwie, oder ein Hexenmeister war das, der ist ein Ticken zu nahe hingelaufen, der war instant, der wurde ich habe hier einen Big Pull gemacht, hier unten, ne? Der wurde reingehuckt, war instant tot. Der war so schnell tot, da konntest du nichts machen. Halt, den hat er kein Mob gehauen, ne? Also ist ja nur am AE-Schaden quasi gerippt. Und der war halt instant weg. So, Leute, dann sind wir quasi mit der nächsten Folge wieder durch. Eine Stunde ist rum, habt gesehen, hier Freehold bringt richtig krass viel EP. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich, wenn er mich jetzt hier durchzieht, was echt nice ist, werde ich jetzt nicht nur eine Folge machen, weil, ne? Ist halt, ich laufe ihm halt hinterher, wie er die Mobs killt. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz krass spannend für eine eigene Folge. Aber Char haben wir jetzt auf jeden Fall auf 110. Das ist supi. Sind wir quasi mit dem letzten Char hier für BFA durch. Ich habe jetzt alle quasi einmal oben. Und ja, mal gucken. Ich denke mal, sobald ein neues verbündetes Volk gibt, werde ich dann wieder eine Level-Tour unternehmen. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.